Schiedsrichter der heutigen Partie ist Europameister, das ist der Minister Jakob Abrowski und Thomas Hammer. Mein Vater wollte immer, dass wir Fußball spielen, ich und mein Bruder. Und mein Vater war selber Fußballer, mein Onkel war Profifußballer. Und er hat uns immer trainiert als kleine Kinder. Und wir haben dann auf der Straße so angefangen, immer mit Cola-Dosen haben wir Tore gemacht, so haben wir gespielt. Dann war ich mit 5 Jahren bei Minerva 93, bei der Mannschaft mit meinem Bruder. Und von dem an haben wir uns dann immer weiterentwickelt. Ich wollte immer weiter Fußball spielen, das hat mir sehr Spaß gemacht. Es gab Phasen, wo ich nicht mehr wollte, da hat mein Vater mir die Ohren lang gezogen. Dann hat er mich auf den Teppich gebracht. Ja, und von Minerva aus bin ich dann zu SC Charlottenburg gewechselt, von SC Charlottenburg zu TB. Und bei TB war ich nach ein paar Jahren erstmal so unglücklich, wollte aufhören mit Fußball. Dann kam der BAK, hab da die Chance gab, in der Oberliga zu spielen mit 18 Jahren als rechter Verteidiger, weil die anderen Spieler abgehauen sind, die wurden nicht bezahlt. So habe ich meine Chance genutzt und habe sofort ein Angebot nach 6 Monaten von Türkiyespor bekommen. Und bei Türkiyespor war es dann so halt, dass ich mich bei Trainer Erkenbrecher damals weiterentwickelt habe und er hat mich immer wieder die taktischen Gründe hat er mir beigebracht und alles Mögliche war ja taktisch null. Wie jetzt zum Beispiel muss ich auch noch mal viel dazu lernen, aber einigermaßen geht es gerade noch, sag ich mal so. Auf jeden Fall von da aus wollte dann Babelsberg mich haben und dann bin ich hierher gewechselt. Wie war das zu der Zeit, als du nach Babelsberg gekommen bist? Wusstest du, kanntest du Babelsberg schon? Hattet ihr mit Türkiyespor hier gespielt? Nee, ne? Mit Türkiyespor haben wir Freundschaftsspiel gespielt und dann hatten wir gegen Babelsberg bei uns, also im Jahnstadion, hatten wir gespielt. Und hattest du einen Eindruck von Babelsberg? Wusstest du, was dich erwartet hier? Ich meine, du bist von Dietmar Demuth verpflichtet worden. Ralf Hechel war damals die Chefführer. Ich wusste gar nicht, was mich hier erwartet. Ja. Und dann die ersten Spiele, und das war ja dann die dritte Liga, hat mich sehr beeindruckt mit Fans und so, weil ich kannte das vorher nicht. Ich komme von Türkiyespor, da sind gefühlt 35 Zuschauer. Und das waren die Familien meistens. Ansonsten, also hier war es überragend, vor allem bei Dietmar Demuth und Jens Hertel dürfen wir nicht vergessen. Beide haben super zusammengepasst. Wir waren auch eine super tolle Mannschaft, offensiv, defensiv. Also die Zeit ist schon eine Zeit gewesen, wo das kann man nicht so leicht vergessen. Dann kam die Zäsur, sag ich mal, die größte Blödheit. Ist viel drüber geschrieben worden, ist viel kommentiert worden. Wir wollen das auch gar nicht so nochmal ausbreiten alles. Aber interessant ist ja dann, sag ich mal, dass du die zweite Chance gekriegt hast. Genau. Wie ist es, wie war die Zeit? Hattest du immer Kontakt mit dem Verein oder hat sich das dann ergeben oder ist der Verein auf dich zugekommen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe mir im Gefängnis immer überlegt, soll ich schreiben, so einen Brief, und am Ende habe ich mich doch gewagt, an Frau Schaffner habe ich einen Brief geschrieben, an Trainer Dietmar Demuth, an Almedin Çiva und Makarenko. Und von Makarenko und Alma habe ich dann einen Brief zurückbekommen und die haben mich dann immer auf dem Laufenden gehalten, haben mir Mut gegeben, indem sie geschrieben haben, dass sie so einen guten Fußballer wie mich immer wieder haben wollen und dass der Trainer zu mir steht, dass er mir die Chance gibt, wieder bei Babelsberg zu sein, wenn ich rauskomme. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben. Ne? Der Trainer muss mir gar nicht zurückschreiben, weil es reicht, dass er zu den Spielern so und so sagt und die schreiben mir das. Und so hatte ich dann den Kontakt, und als ich dann nach einem Jahr Untersuchungshaft rauskam, habe ich dann überlegt, so zu Trainer zu kommen und mich zu entschuldigen. Und als ich das gemacht habe, habe ich was ganz anderes erwartet, aber dann kam halt, dass ich gesehen habe, dass er halt ein Riesenmensch ist, dass er gesagt hat, es passiert, was passiert ist, ist passiert. Das hat man vielleicht noch im Hinterkopf, aber du bist ein guter Junge, guter Fußballer, ich will dir die zweite Chance geben. Ich wollte wieder auf den Platz, ich wollte wieder beweisen, den Leuten, die ich enttäuscht hatte, zu zeigen und mich zu entschuldigen, indem ich gute Leistungen bringe. Und das habe ich dann halt auch so gemacht. Es war eine schwere Zeit, weil der Trainer Ben Benne kannte mich nicht. Er hatte nur Negatives über mich, und ist ja klar, durch die Schlagzeilen. Und dann, als wir uns dann kennengelernt haben, hat er sofort gesagt, nee, du bist ein super Junge und du wirst die Chance hier kriegen. Hast du denn mitbekommen, dass es auch Stimmen gab, die gesagt haben, also so ein
so einen Menschen, so einen Kriminellen, sage ich jetzt mal, kann man nicht verpflichten. Ja. Also das war ja durchaus auch. Es gibt immer noch solche Leute hier im Vorstand, die sind immer noch drin, die gesagt haben, nee, den wollen wir nicht und so. Und jetzt sind sie von mir begeistert. Ich verstehe sie ja, das ist ja ganz normal, weil ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, weil wenn ein Krimineller dann wieder zurückkommt, und für Babelsberg wäre es dann auch gefährlich gewesen. Aber das Problem ist, man muss zurückschauen. Das war meine erste Dummheit, ne? Meine erste Straftat überhaupt, sonst war ich immer sauber. Jeder hat eine zweite Chance verdient, und so haben sie das dann auch am Ende gesehen. Und ich habe die zweite Chance genutzt. Es gab viele andere Fußballer, die was anderes gemacht haben, und die haben trotzdem nicht geschafft, wieder Fuß zu fassen. Aber ich habe das trotzdem wieder geschafft. Das heißt jetzt nicht, dass ich geschafft habe, weil ich dritte Liga oder jetzt Angebote aus der zweiten Liga habe. Für mich ist das einfach nur, dass ich den Leuten das geschenkt habe, was sie vorher von mir sehen wollten. Das ist für mich das Wichtige. Okay. Du bist türkischer Herkunft oder türkisch-berlinischer Herkunft? Wie? Ich bin ein Türke, bin in Berlin geboren, habe aber einen türkischen Pass. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich als Berliner oder fühlst du dich als Türke oder als Deutscher? Naja, natürlich türkische Wurzeln. Ich bin ein Türke, aber halt, wir sind hier geboren. Ne? Wir sind hier zur Schule gegangen, und deswegen sage ich immer deutsch-türkisch. Okay. Ist das jetzt, sag ich mal, von der Religion her ein besonderes Thema, ich sag mal, im muslimischen Glauben mit Ramadan, Fastenzeit und ist ja auch mal schwierig, hat man auch bei anderen Sportlern schon gehört, wie geht man damit um? Also bei mir ist das so, ich faste nicht, und ja, so ganz streng gläubig bin ich auch nicht. Ich bin gläubig, aber jetzt nicht so, dass ich 5-mal am Tag bete und bei Ramadan faste und so. Was habe ich noch nie, und mir wurde das auch nie beigebracht. Okay. Also kann man sagen, ich bin deutsch aufgewachsen. Weltlicher Moslem mit deutscher Sozialisation. Genau, kann man sagen. Okay. Ich bin froh jetzt, dass ich aus Berlin wegkomme, weil es wurde jetzt langsam Zeit, dass ich mich mal von Berlin entferne. Das heißt nicht, dass ich mich von meiner Familie entfernen will. Meine Familie ist durch die habe ich das geschafft, ne? Durch meine Mutter und meinen Vater und meinen Bruder, weil es wird immer wieder schlecht geredet über meine Familie und so, aber man kennt meine Familie eigentlich nicht, wie sie richtig sind, ne? Meine Mutter war noch nie arbeitslos, mein Vater war noch nie arbeitslos, und der war immer für Schule, für Fußball, für Sport, der ist, wie man sieht, bei jedem Spiel da, ob heim oder auswärts. Aber das einzige Ding ist, dass ich mich erstmal daran gewöhne. Das wird das erste Mal, dass ich so weit weg wohne von zu Hause. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Hier waren ja auch am Anfang viele gegen mich. Aber halt, wir haben hier Mehrzahl von Fans gehabt, die dann für mich doch waren. Natürlich gibt das einen mehr Kraft und so. Und ich habe ja auch vieles den Fans zu verdanken, dass ich im Spiel immer wieder motivierter war, weil sie mich immer wieder so aufgeputscht haben. Ich kann nur sagen, ich bedanke mich von ganzem Herzen, weil sie haben mich wirklich sehr, sehr unterstützt. Das war wie so eine Familie. Und ich weiß nicht, wie ich mich noch mehr bedanken kann und was ich denen zurückschenken kann. Ich weiß, für die wäre es lieber, dass ich dann noch hier bleibe, aber es ist jetzt meine Chance, mein Leben in den Griff zu kriegen, und deswegen muss ich den Schritt wagen und bedanke mich ganz herzlich nochmal, und Babelsberg bleibt immer in meinem Herzen.